Hallo, grüßt euch und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, was werden wir heute erledigen? Wir werden heute gemeinsam die Schafe neu einstreuen, Stroh einstreuen. Da werden wir uns an der Strohmiete bedienen, holen wir uns einen Rundballen mit dem Case Farmer 75C. Zuvor müssen wir dann erstmal den IAC 633 rausstellen. Und ja, die letzten Tage hat es reichlich geregnet bei uns. Ich denke, man kann es auch im Hintergrund erkennen, dass der Boden ziemlich nass ist. Hier hinten steht wie immer das Wasser, zumindest wenn es viel regnet. Dann sammelt sich hier immer das Wasser. Und ja, es hat auch reichlich geregnet. Wir hatten in den letzten zwei Tagen weit über 50 Liter. Meine Regenmessstation, ja, die kann nur 50 Liter fassen. Die war bereits schon gestern Morgen bis oben hin voll und übergelaufen. Also ich schätze, dass wir so insgesamt 70 bis 80 Liter hatten. Und ja, passend zum Wetter werden wir auch über das Thema Erderosion sprechen. Dazu fahren wir dann später raus aufs Feld. Und ja, jetzt fangen wir erstmal an mit dem Stroh. Ich nehme euch mit, wünsche euch wie immer viel Spaß. Ja, jetzt wollte ich eben den 633 rausstellen und habe bemerkt, dass vorne in Fahrtrichtung links der Reifen etwas wenig Luft hat. Ich denke, man kann es auch auf Kamera erkennen, dass er hier so einen Bauch wirft. Und ja, jetzt muss ich erstmal zum Kollegen rüberfahren. Der hat einen Kompressor in der Halle stehen und auch Strom. Und dann werde ich den Reifen aufpumpen und dann sehen wir uns anschließend wieder. So, der Reifen ist jetzt wieder aufgepumpt. Der IAC bleibt jetzt erstmal da stehen. Ich lasse ihn jetzt mal laufen. Das schadet nicht. Lädt sich noch etwas die Batterie. Jetzt holen wir den Case raus. Und dann holen wir das Stroh rein und werden gemeinsam die Schafe einstreuen. Oder den Schafstall, genau. Erstmal das Tor auf. Also, hier sind in den letzten Tagen auch ein paar Rundballen wieder weggekommen. Ich denke, man kann es gut erkennen. Dort rechts liegt jetzt noch die Plane. Ja, die hatte ich eigentlich dort ausgebreitet, um sie trocknen zu lassen, weil es nicht so gut ist, wenn es nass ist, man sie zusammenlegt. Aber naja, jetzt hat es gerade wieder drauf geregnet. Aber ja, da wird sich auch noch der passende Zeitpunkt anbieten. Dann werde ich die zusammenlegen und vorher einmal abkehren, dass es sauber ist und einen Joiner reinlegen. Thank you.
Bahn lege ich jetzt hier gerade ab. So, stellen wir gerade mal den Motor ab. Ja, der Ballen, der ist jetzt von unten nass geworden, über die Lagerung hinweg. Ja, das kann sein, dass er einfach von unten Feuchtigkeit gezogen hat, dass er nicht weit genug weg war vom Boden, aber das macht nichts. Das braune Stroh oder das, was so bräunlich ist, was da feucht geworden ist, wird einfach aussortiert und das restliche Stroh wird dann im Schafstall eingestreut. So, ich habe das Netz jetzt nur zur Hälfte entfernt. Das hat einfach den Grund, ja, da ich mir gedacht habe, ein Ballen ist etwas viel. Jetzt nochmal einzustreuen, kompletten Ballen. Und so, wenn ich jetzt nur die Hälfte weg habe, kann ich die obere Hälfte entnehmen. Kann das dann gerade seitlich wegziehen. Aber das seht ihr dann gleich mit der Gabel. Und den Rest werde ich dann mit dem Frontlader anheben. Und dann werde ich hier eine Palette hinsetzen und werde das restliche Stroh auf die Palette setzen. Und dann kann ich mir immer so wegnehmen, wie ich es gerade brauche. Und muss nicht jedes Mal von draußen einen Rundballen reinholen. Und ja, ich habe jetzt hier auch schon die schlechte Stelle entfernt. Also man sieht hier, dass es wieder trocken ist. Es knistert auch schön. Und hier war das Nasse, das Schlechte. Das habe ich aussortiert. Also ich denke, man erkennt auf der Kamera auch ganz klar einen Unterschied. Und das wollen wir natürlich nicht haben, weil das schimmelt mit der Zeit dann auch. Und dann läuft die Gefahr auf, dass die Tiere krank werden. Und das wollen wir dann natürlich nicht. Dieser Strohberg habe ich jetzt dem Rundballen entnommen. Also wie man sieht, der Rundballen hat jetzt nicht wirklich viel abgenommen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Material denn in so einen Rundballen steckt. Der hier hat einen Durchmesser von 1,50 m. Ja, mir wurde mal gesagt, dass zum solch ein Rundballen einen Durchmesser von 1,50 m so circa 21 bis 23 kleine HD-Ballen stecken, also diese kleinen viereckigen. Das kommt, ja, das kommt schon gut hin. Und der restliche Ballen, der wird dann gleich genommen und auf diese Palette gesetzt. Ich hoffe, die Sonne blendet jetzt nicht zu sehr. Wie gesagt, der Ballen wird auf diese Palette gesetzt und dann kann ich da immer bequem Stroh wegnehmen, wie ich brauche, und einstreuen. Und diesen Haufen hier werde ich jetzt erstmal mit der Gabel verteilen. Und anschließend kommt dann der Ballen weg. Ja, hier habe ich gerade das Gatter genommen, was normal hier drin ist. Und habe es zwischen Tor und Ballen angelehnt, dass die Schafe mir nicht abhauen. Aber normalerweise bleiben die Schafe immer da, wo es Futter ist. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und ja, gut, ich werde jetzt erstmal das Stroh verteilen und dann sehen wir uns anschließend wieder. Machen wir uns den Ballen. Wir müssen aufpassen, dass wir nirgendwo hängen bleiben. So, jetzt habe ich den Ballen vorne aufgespießt. Weiter vor kann ich jetzt leider nicht fahren, weil ich sonst gegen das Scheunentor fahre. Jetzt ziehen wir ein bisschen nach hinten weg das Ganze. Setzen ihn noch mal leicht ab, fahren ein Stückchen vor und dann haben wir ihn auch richtig auf der Gabel, ja, oder auch nicht, aber das reicht. Und dann können wir ihn drüben absetzen auf der Palette. Machen wir einen kleineren Gang rein, lieber ein bisschen langsamer fahren, wie dass wir irgendwo hängen bleiben, weil rechts davon sieht man ja ganz klar, steht der 353. Den wollen wir nicht verkratzen. Links davon der Anhänger. So, jetzt tasten wir uns langsam vor.
steigen wir gerade kurz ab. Dann können wir schauen, ob das so passt mit der Palette. Ein bisschen umplatzieren die Palette. Gut, so sollte das dann passen. Jetzt setzen wir den Ball langsam ab. So, fahren wir langsam zurück. Nicht, dass wir den Ball von der Palette runterziehen. So, wunderbar, so passt die Sache. Dann haben wir das erledigt mit dem Stroh einstreuen. Jetzt werden wir noch gemeinsam die Beingabel zurückbringen. Und dann wird der Case reingestellt. Also, jetzt habt ihr das auch mal gesehen, wie das so abläuft bei mir. Die Schafe sind nun mit Stroh versorgt, der Schafstall wurde frisch eingestreut. Das mache ich in regelmäßigen Abständen, damit die Schafe einfach ja, nicht in ihrem eigenen Kot liegen, weil der Stroh ja mit der Zeit, wenn es vollgesogen ist, kein Kot, kein Urin mehr aufnehmen kann. Und deshalb wird es in regelmäßigen Abständen dann einfach nachgestreut, neu eingestreut, damit immer frisches Stroh parat ist und den Sinn und Zweck wieder erfüllen kann, also dass die Schafe nicht in ihrem eigenen Kot liegen. Ja, außerdem wird der Stall natürlich auch in regelmäßigen Abständen ausgemistet. Das hat einfach den Grund, damit wir den Keimdruck minimieren können, weil umso länger die Mistmatte drin ist im Schafstall, desto höher ist dann auch der Keimdruck und dem wollen wir natürlich entgegenwirken. Und das machen wir dadurch, dass wir ausmisten. Weil wenn wir jetzt nie ausmisten würden, dann wäre der Keimdruck irgendwann so hoch, dass die Tiere erkranken würden. Und das wollen wir ja nicht, weil ein Tierarzt ist bekanntlicherweise sehr teuer. Und außerdem liegt uns das Tierwohl der Tiere auch sehr am Herzen. Oder das Wohl der Tiere. Ja, wir werden jetzt noch gemeinsam rausgehen aufs Feld. Ich habe mir jetzt die passende Kappe angezogen. Meine Jacke habe ich mir auch wieder angezogen. Und dann werden wir gemeinsam über das Thema Erosion, Erderosion reden. Und ja, ich nehme euch mit. Wir fahren mit dem IH6633 raus, dann wird er auch wieder bewegt. Los geht's, machen wir uns auf den Weg. Leute, ich befinde mich jetzt draußen in der freien Natur zwischen vielen, vielen, vielen Feldern. Ich kann mich auch mal drehen, dann seht ihr das genauer. Und ja, der Schlepper, den habe ich jetzt mal oben stehen gelassen, den brauchen wir hier nicht. Und ich laufe jetzt mal ein paar Schritte mit euch und werde mich über das Thema Erosion mit euch unterhalten. Und ja, wie gesagt, wie zu Anfang gesagt, es hatte reichlich geregnet. Über 50 Liter, weit über 50 Liter. Meine Messstation geht nur bis 50 Liter. Und die war bereits gestern Morgen voll. Und dann hat es nochmal den ganzen Tag durchgeregnet. Und ja, da kann man dann ganz klar sagen, wenn man in die Felder rausgeht, die Erosion ist sichtbar. Obwohl der Landwirt ja, alles Erdenkliche, Mögliche tut, um diesem entgegenzuwirken. Ja, für die, die jetzt nicht wissen, was ist überhaupt Erosion, Erderosion, es ist so, dass wir einen Arbeitsbereich haben auf dem Feld von ca. 30 cm, ja ein bisschen mehr. Und je nach Region ist das mehr oder weniger.
zum Beispiel, wenn man jetzt in den Odenwald reingeht, da hat man Regionen, ja, da stößt man nach 15 bis 20 cm nur auf Gestein. Wenn da 30 cm Tiefe, die lachen jetzt wahrscheinlich, da geht man bei denen wahrscheinlich als Steinmetze oder so, ich weiß es nicht. Und bei uns ist das bis auf ja, vereinzelte Ausnahmen auf jeden Fall möglich, in 30 cm Tiefe zu arbeiten. Deshalb sage ich, dass bei uns ja der Arbeitshorizont auf dem Feld so bei 30 cm liegt. Das ist dann der fruchtbare Bereich. Und da läuft die Gefahr auf, dass wenn es so viel regnet wie heute oder wie die letzten zwei Tage, dass uns da Erde abgespült wird. Das ist dann zum einen die Erderosion durch ja, Niederschläge, Starkregen. Das geht aber auch wieder anders. Entgegengesetzt zum Beispiel eine Winderosion. Das ist dann wieder, wenn es überhaupt nicht regnet, wie vergangenen Sommer und es nur trocken ist. Dann ist es sowas von staubtrocken. Und wenn dann ein starker Windböe kommt, wird die Erde ja, in Sandform oder in Staubform abgetragen, aufgewirbelt. Dadurch geht dann auch die fruchtbare Erde verloren. Und das sind alles so Dinge, wo wir Landwirte schauen, okay, der Boden sollte so wenig wie möglich kahl liegen. Und deshalb schauen wir auch, dass die Felder immer bestellt sind. Weil wenn der Acker bestellt ist, ist auch Pflanzenwuchs vorhanden. Wo Pflanzenwuchs vorhanden ist, sind auch Wurzeln vorhanden. Und diese Wurzeln wiederum befestigen wir den Boden, halten wir den Boden. Also diese wirken dann quasi positiv dem Ganzen entgegen. Weil ohne fruchtbare Erde können wir natürlich auch nicht ertragreich arbeiten. Und ja, ich befinde mich jetzt hier gerade bei einem Schlag. Da war eine Begrünung drin und diese wurde bereits schon eingearbeitet. Ich denke, man kann es hinter mir erkennen. Sieht aus, wie wenn der Kollege das Ganze eingegrubbert hätte. Und wenn man mal so drüber schaut, hier an manchen Stellen sieht man auch, wie der Boden etwas verschlemmt ist. Ja, hier jetzt nicht so. Ich laufe mal ein paar Schritte vor. Ich denke, da kann man es ganz gut erkennen. Also, hier zum Beispiel kann man es leicht erkennen, wie der Boden etwas verschlemmt ist. Es hält sich jetzt noch in Grenzen. Auf manchen Feldern sieht man dann schon richtig eine Rinne, die sich gebildet hat und das Wasser sich den Weg gesucht hat durchs Feld. Dabei wird dann meistens auch wertvolle Erde abgetragen. Das kann man dann auch ganz gut erkennen, wenn viel Erosion stattgefunden hat, Erderosion, dass die Bäche und die ganzen Flüsse bräunlich sind. Also das ist nicht nur Dreck, sondern eigentlich unser Kapital, unsere fruchtbare Erde, die wir auf dem Feld benötigen. Und da sieht man dann auch wieder, ja gut, dass das Wetter oder die Verwitterung oder der Regen wieder ordentlich Arbeit geleistet hat und den Landwirten ja, die fruchtbare Erde vom Feld gespült hat, sage ich jetzt mal. Ja, so kann man das sagen. Also ich wollte es jetzt hier mal zeigen, eine Verschlemmung, aber das war jetzt keine wirkliche Verschlemmung. Man hat es gleich gesehen, ja, aber eine Verschlemmung findet erst dann statt, wenn der Boden, ja diese Poren sozusagen, die der Boden hat, ja, versiegelt sind. Und dann läuft das Wasser über das Land hinweg und verschlemmt mir sozusagen das Ganze. Und ja, wie können wir dem noch entgegenwirken? Es ist so, dass viele Betriebe pfluglos arbeiten, also sie verzichten zu 100% auf den Pflug und machen nur flache Bodenbearbeitung. Das hat den Vorteil, dass mir das ganze Bodenleben und die kleinen Tunnel sozusagen, die unterirdisch vorhanden sind, ja, durch Regenwürmer, die im Boden zahlreich leben und dort ihre kleinen Tunnel graben, ja, die sind schon hilfreich. Das sind dann auch so, sozusagen Poren im Boden, wo das Wasser hindurch abfließen kann. Und das Ganze ist dann schon mal in der Form positiv hilfreich, weil das Wasser quasi nicht drüber wegschlemmt, sondern im Boden aufgenommen werden kann. Und wenn man pfluglos arbeitet, dann unterstützt man das Ganze. Weil beim Pflügen ist es so, dass diese ganzen Bauten von dem Regenwürmern beispielsweise wieder zerstört werden. Und dann besteht auch die Gefahr, wenn es dann auch noch am Hang ist, zum Beispiel eine steile Fläche, dass ja, Erderosion stattfindet und das wiederum auch noch
unterstützt, herbeigeführt dadurch, dass man gepflügt hat. Klar, es gibt Situationen, da wird gezackert, auch bei uns noch. Zum Beispiel jetzt im Winter gibt es viele Kollegen, die fahren raus, tun ihre Begrünung einarbeiten. Das hat einfach den Grund, weil die Kollegen die sogenannte Frostgare ausnutzen möchten. Ja, was ist jetzt wiederum die Frostgare? Also das ist so, dass wenn ich im Winter meine Begrünung reinzacke, dann tue ich das Feld sozusagen richten für die Aussaat im Frühjahr, für den Hafer oder beispielsweise auch für die Sommergerste oder auch irgendwas anderes, ist eigentlich auch egal. Auf jeden Fall bei der Frostfurche, bei der Frostgare ist es so, dass ich im Winter rausfahre, das Feld zacker, die Begrünung einarbeite und die Wassermoleküle, die im Erdreich vorhanden sind, sich bei Frost ausdehnen. Und die Schollen, die dann entstehen durchs Pflügen, diese brechen dann wiederum. Weil sich das Wasser ausdehnt und das Erdreich quasi zerfällt, feinkrümelig wird. Und so erhofft man sich dann eine gute Vorbereitung für die Neusaat und ein gutes Saatbeet. Ja, so viel dazu. Vielleicht werde ich auch auf das ganze Thema noch mal genauer eingehen. Auch auf das Thema Begrünung werde ich noch mal genauer eingehen. Ich werde jetzt hier dann aufhören und dem Ganzen ein Ende bereiten. Ja, nicht, dass das Ganze euch zu trocken wird. Auf jeden Fall, ich persönlich finde das ein sehr spannendes, interessantes Thema. Ihr könnt es mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich das mal öfters machen soll. Raus in die Felder gehen, irgendwas erklären. Und ja, falls es noch Fragen gibt, stellt sie mir in den Kommentaren. Ich könnte jetzt noch Ewigkeiten so weiter plappern. Ah, was ich noch sagen wollte, anderes Thema. Diese Woche wird noch das Abo-Spezial erscheinen. Oh, das werde ich auf Premiere stellen. Und dann kriegt ihr das Ganze mit, wie, wann, was, wo. Und ja, ich bin gespannt, wie es rüberkommt. Ich habe mir auf jeden Fall was Gutes einfallen lassen. Oder was heißt Gutes, wird man dann sehen. Ich persönlich fand es mal was anderes. Und ja, zum Mähdrescher. Zum Mähdrescher wollte ich auch noch was sagen, genau. Da ist es so, der 321, der läuft immer noch nicht an. Nicht, weil ich zu faul war, um danach zu gucken. Ich habe geschaut. Also an der Batterie liegt es nicht. An den Dieselleitungen, die habe ich alle kontrolliert, liegt es auch nicht. Es kommt Diesel bis hoch zu den Filtern. Dann habe ich die Düsen herausgedreht, also die Einspritzdüsen. Da ist alles trocken. Also ich denke jetzt mal, dass das mit den Dieselfiltern zusammenhängt. Muss ich mal schauen, ob ich die Woche noch dazu komme, neue zu holen. Und dann werde ich neue Dieselfilter reinsetzen. Dann sollte das Ganze wieder funktionieren. Wenn es dann nicht funktioniert, müsste ich mal nach der Einspritzpumpe gucken. Ja, muss ich mal schauen. An Pumpen habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht. Ich meine, es ist eine, was ist denn für eine Pumpe verbaut? Ich glaube, die bei dem IHC war von CHF ist die Bezeichnung, glaube ich, oder so. Müsste ich mal gucken. Also ich will euch jetzt hier keinen Humbug erzählen. Und ja, so viel zum Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. The sun is shining. Oh yeah. Oh, ein Schlepper.